Ich erkläre nun, wie man Satzanfänge und Verben bildet. Möchte ich einen Satzanfang mit einem Personalpronomen, zum Beispiel ich möchte oder du kannst, er schläft, sie liest, es macht, wir spielen, ihr fahrt, sie lernen, dann mache ich das mit dem entsprechenden Personalpronomen. Ich tippe einmal auf ich und nun komme ich an ganz viele Satzanfänge mit ich. Zum Beispiel kann ich hier sagen, ich möchte. Das Herz steht für das Möchten und ist schon entsprechend des Personalpronomens gebeugt. Ich möchte. Ich möchte. Wenn ich weiß, dass das Herz für Möchten steht, kann ich auch Du möchtest sagen. Dazu gehe ich auf Du und auf Herz. Du möchtest. Dasselbe gilt natürlich auch für Er. Er möchte. Und die anderen Personalpronomen. Ich gehe nochmal zu Ich. Und hier kann man jetzt sehen, für was die einzelnen Ikonen stehen. So steht zum Beispiel der Apfel für Essen, der Saft für Trinken, das Taxi für Fahren, der Elefant für Ziehen und so weiter. Hier komme ich an Satzanfänge. Aber ich benötige ja nicht immer nur Satzanfänge, denn ich möchte vielleicht auch sagen, ich möchte spielen. Ich beginne schon mal mit ich möchte. Ich möchte. Und nun brauche ich das Verb spielen. Wenn ich nur ein Verb machen möchte, dann beginne ich nicht mit dem Personalpronomen, denn dann bekomme ich nur einen Satzanfang. Wenn ich das Verb alleine brauche, dann muss ich mit dem entsprechenden Ikon beginnen. Lego steht für Spielen. Nun bleiben hier die gelben Tasten stehen. Die gelben Tasten stehen für die Verben in den unterschiedlichen Formen. Bei ich bekomme ich das Wort spielen konjugiert für das Personalpronomen ich, also spiele. Du spielst, er, sie, es spielt. Ich überspringe mal. Wir spielen. Das heißt, hier bekomme ich immer die Grundform. Ihr spielt und sie spielen. Auch nochmal die Grundform. Der Dino steht immer für die Vergangenheit. Der Dino, den gibt es nicht mehr, das ist schon rum. Und hier unten der Zauberer, der steht für die Befehlsform. Der befiehlt mit seinem Zauberstab zum Beispiel, dass irgendjemand spielen soll. Ich brauche jetzt für meinen Satz, ich möchte spielen, die Grundform und gehe deswegen hier auf Wir. Spielen. Wenn ich oben in das Textfenster tippe, dann wird der ganze Satz noch einmal als Ganzes gesprochen. Ich möchte spielen. Ich möchte spielen. Jetzt möchte ich zum Beispiel sagen, ich kann lesen. Ich. Und hier bei Freibad komme ich an, ich kann. Ich kann. Das Buch steht für Lesen. Ich möchte wieder die Grundform, deswegen gehe ich auf ich. Lesen. Ich kann lesen. Nun mache ich den Satz, ich bin gefahren. Ich. Und hier der Einzahl-Indianer steht für ich bin. Ich bin. Und das Taxi steht für fahren. Da ich die Vergangenheit brauche, nutze ich den Dino als Endung. Gefahren. So kann ich schon kleine Sätze bilden und mit Hilfe der Hilfsverben sind diese leicht grammatikalisch richtig. Das heißt, ich kann zum Beispiel auch sagen, ich will. Ich will. Und wenn ich jetzt sagen will essen, gehe ich zum Apfel. Und brauche wieder einfach nur die Endung wir. Essen. Und schon ist er grammatikalisch richtig. Ich gehe nochmal zu Apfel.
Hier komme ich, wie ich erklärt habe, an das Verb essen. Aber hier sehe ich in hellgelb noch mehr Verben. Der Apfel steht für essen und das häufigste Verb aus dieser Kategorie ist eben essen. Aber betrachtet man das differenzierter, geht es dabei auch um kochen, das mache ich im Haus, grillen, das mache ich, wenn viele Leute da sind, frühstücken, dazu gibt es einen Saft, Obst und Gemüse, also die Sachen aus der Natur, die werden geschält, den Apfel, den kann ich schmecken und wenn ich etwas backe, dann wird es heiß. Und das Tierische wird gebraten. Wenn ich an eins dieser Verben kommen möchte, muss ich da noch einmal drauf tippen. Das heißt, ich gehe zur Sonne. Apfel und Sonne steht für backen. Und jetzt ist es hier wieder ganz genauso. Ich habe die gelben Tasten, die mir die Endung machen. Back, also die Befehlsform, der Dino, Vergangenheitsform. Und hier konjugiert für die entsprechenden Personalpronomen. So kann ich zum Beispiel sagen, wir möchten backen. Wir möchten. Und backen ist der Apfel, die Sonne und wir. Backen.